Hallo und herzlich willkommen auf eine neue Ausgabe Auf einen Kaffee mit, heute auch mit ein paar Limos dabei. Heute wird es sportlich. Bei uns im Studio zu Gast Michi Schrittwieser, General Manager von den OCS Capital Bulls. Lieber Michi, herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke für die Einladung, freut mich sehr. Als erstes gleich die Frage, weil auch wir das immer wieder gefragt werden, General Manager, was macht ein General Manager? Du warst ja Trainer bei den Kapfenberg Bulls, jetzt quasi der Aufstieg, aber was ist deine Arbeit dabei? Ob das ein Aufstieg ist, das sei einmal dahingestellt. Na, klingt, ist ein pompöser Titel. Was macht der General Manager? Der General Manager schaut zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen, dass das alles passt und der Tagesablauf gesichert ist. Wir haben verschiedene Schnittstellen, verschiedene Bereiche. Das heißt, ich bin in sehr engem Kontakt mit Antonio Herrera, unserem sportlichen Leiter und sportlich Verantwortlichen, mit den Trainern der Akademie, mit dem Oliver Freund, der nach wie vor unser Geschäftsführer ist und sich sehr stark im Vertriebsbereich, im Sales engagiert, und natürlich mit unseren Veranstaltungsverantwortlichen, mit dem Sascha Sander, meinem Assistenten, mit der Natalia. Das heißt, all diese Bereiche zusammenzuführen, unsere Key Accounts, unsere Kunden zu betreuen und vor allem die Kommunikation auch mit unserer Social Media Abteilung sicherzustellen und all das zusammenzuführen, ergibt einen sehr gut ausgefüllten Tag. Und da freut es mich, wenn ich dann auf einen Kaffee zu euch kommen kann. Jetzt kennen wir dich natürlich aus den vielen, vielen Jahren auch schon der guten Zusammenarbeit, auch als Trainer, wo du immer sehr aktiv warst, auch oft zum Leidwesen der Schiedsrichter. Wie schwer ist es jetzt für dich eigentlich, auf der Seite zu stehen und nicht aktiv eingreifen zu können? Es ist bei den Auswärtsspielen einfacher. Bei den Auswärtsspielen ist es so, dass man, dass ich auf der Tribüne sitze, im guten Abstand und mir das Spiel anschaue und mich manchmal ärgere, sehr oft freue, meine eigenen Ideen und Gedanken dazu habe, aber im Großen und Ganzen geht es mir gut. Bei den Heimspielen habe ich noch nicht so recht meinen Platz genau gefunden. Ich möchte auf der einen Seite nicht zu nahe an der Bank stehen natürlich, weil das nicht mehr mein Job ist. Möchte, will aber unsere Kunden, vor allem in der Business Lounge auch betreuen, auch Kontakt zu den Fans haben. Das heißt, da bin ich ein bisschen wie ein streunender Kater, der so durch die Halle wandelt und wenn es nicht gut läuft, dann möchte ich am liebsten davonlaufen. Das verstehe ich. Kommen wir gleich zum Sportlichen. Die Kapfenberg Bulls Qualifikationsrunde steht an, Europacup Final Four. Fangen wir an mit der Qualifikationsrunde. Die Kapfenberger nicht unter den besten sechs. Ich glaube, das ist nicht der Anspruch für Kapfenberg. Warum ist es so weit gekommen? Das ist ganz und gar nicht der Anspruch der Bulls. Wir sind sehr, sehr gut in die Saison gestartet, mit einem super Lauf, haben von den ersten 7 Spielen 6 Spiele gewonnen, hat alles perfekt funktioniert, junge, frische, neue Legionäre, hat super funktioniert und haben leider Verletzungspech gehabt. Das heißt, wir haben dann teilweise zeitgleich 3 Spieler relativ schwer verletzt gehabt, also schwere Sportverletzungen, jetzt nichts super Tragisches, aber ein Bänderriss, Meniskusriss, Bruch des Mittelhandknochens haben wir gehabt und zum Schluss hat sich dann noch ein Spieler, der als Ersatz geholt wurde, der Christian Rodriguez, wurde für den Aliso nachverpflichtet, hat sich dann den Knöchel gebrochen Anfang Jänner. Das heißt, wir waren wirklich, wie man es in der Sportler, im Sportlerjargon sagen würde, ordentlich bedient und haben genau gesehen, wenn uns 2 Spieler oder mehr ausfallen, sind wir trotz der hervorragenden Entwicklung unserer eigenen jungen Spieler, die unter Coach Herrera tolle Spielanteile haben, nicht stark genug, um dann diese Doppelbelastung mit dem Alpe Adria Cup, wir sind ja auch als einziges Team international unterwegs und das war dann oder ist dann zu viel und so ist es am Schluss knapp nicht ausgegangen, aber wir wissen warum und deswegen ist es für uns auch jetzt nicht ein super Beinbruch. Vielleicht erklär kurz unseren Zusehern, wie ist der weitere Modus in der Basketball-Bundesliga? Naja, so haben sie jetzt die 12er-Liga, die Win-to-Day-Superliga wurde jetzt in nach dem Grunddurchgang der sogenannten Regular Season, nach 22 Spielen hat jeder einmal gegen jeden gespielt oder zweimal,
wird die Liga in die Hälfte geteilt. Das heißt, die ersten sechs spielen jetzt schon um die Platzierungen für die Playoffs 1 bis 6 und von unten, von den zweiten sechs Teams, geht es jetzt um die letzten zwei Playoff-Plätze. Das heißt, der siebte und der achte dann, also der erste und der zweite in dieser Gruppe, qualifizieren sich noch fürs Viertelfinale. Das wird eine enge Sache. Es ist auch die Vienna vor kurzem noch Meister gewesen und in diese Gruppe gerutscht. Es ist auch Oberwart in diese Gruppe gerutscht, was auf der einen Seite natürlich für die Ausgeglichenheit der Liga spricht, aber doch ein hartes Stück Arbeit wird. Die Punkte werden jetzt halbiert. Das heißt, unsere Siege sind nur mehr halb so viel wert. Wir gehen als Tabellenführender dieser Sechsergruppe in diese Qualifikationsrunde. Und das Ziel ist ganz klar. Das Ziel ist, dass wir uns das 30. Mal en suite für die Playoffs qualifizieren, das Viertelfinale qualifizieren. Und das würde natürlich unseren einsamen österreichischen Rekord als Playoff-Team, wenn wir das 30. Mal en suite schaffen, verlängern. Und das ist auch unser Anspruch. Du hast gesagt, wichtig ist dabei, dass wir viele gute und fitte Spieler brauchen. Wie ist derzeit der Status? Es waren ja viele verletzt. Einer musste pausieren quasi, weil er ein bisschen schlimm war. Ich sage es jetzt mal so. Erzähl uns vielleicht, wie ist der derzeitige Stand? Der derzeitige Stand ist so, dass es hat ja vor allem die Legionäre erwischt. Das heißt, wir haben zwar im Herbst hat sich der Tobias Schrittwieser den Mittelhandknochen gebrochen. Das war... Hat ein bisschen gedauert, hat auch zwei Monate dann gebraucht, bis er wieder fit war, aber von den österreichischen Spielern, von unserem Kern an Eigenbauspielern aus der Akademie sind alle fit. Nur die Legionäre hat es leider Ärger erwischt und da sind wir auch limitiert von der Liga her. Das heißt, man darf während einer kompletten Saison ab dem ersten Spiel nur mehr drei Wechsel oder zusätzliche Spieler haben. Und da Ali So, ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns, war der überragende Offensivspieler, sehr talentierter, junger, kanadischer Guard, sehr attraktiv, hat sich den Meniskus gerissen. Unser Teamarzt, der Helmut Kern, hat das sofort und bravourös und super gemacht. Hat trotzdem drei Monate gedauert. War eh rascher seine Rückkehr, als wir es uns erwartet haben. Der Ali ist jetzt seit drei Spielen wieder im Spielmodus, hat schon zwei sehr gute Spiele gespielt und wir hoffen, dass er jetzt dann wirklich in der Platzierungsrunde wieder sein Leistungsniveau erreichen kann. Beim Johnny McCants, der einen dreifachen Bänderriss im Knöchel erlitten hat, mit so einem Knochenmaxedem auch, schaut es leider nicht ganz so gut aus. Das heißt, der fällt weiterhin aus. Schauen wir, ob das und wenn ja, wann noch wird. Der Chris Rodriguez hat sich den Knöchel gebrochen, hat sich am 6. Jänner Knöchelfraktur im Spiel zugezogen, furchtbare Verletzung. Unser Medical Staff war auch sofort da, ist operiert worden, auch vom Helmut in Karlwang. Und wir hoffen, er hat vorgestern jetzt einmal seine Schrauben wieder herausbekommen. Aber Knöchelbruch ist natürlich für einen Basketballspieler, wo die Belastung sehr stark immer auf den unteren Extremitäten ist, eine Riesenverletzung. Und schauen wir, ob wir den wieder retour bekommen. Und du hast ja unser ein kleines Sorgenkind angesprochen, den Rudy Williams, der wieder Ali So die Fans zum teilweise Ausrasten gebracht hat im positiven Sinn, aber auch dann wieder aufgrund seiner Spielweise für seine Mannschaftskollegen manchmal ein bisschen eine Herausforderung war. Ich sage es einmal sehr höflich hier vor der Kamera und sich dann auch disziplinär den einen oder anderen Ausrutscher erlaubt hat, den wir nicht tolerieren wollten, der auch den Werten und der Kultur unserer Bulls widerspricht. Dann haben wir gesagt, der Bursche wird suspendiert, haben diese gemeinsame Entscheidung getroffen und haben es uns auch nicht leicht gemacht, ihn jetzt wieder in die Mannschaft zu reintegrieren. Der Rudy ist seit Montag in enger Abstimmung mit seinem Agenten in den USA wieder im Training dabei. Ja, die ersten drei Tage waren sehr, sehr gut, aber das war auch nichts anderes zu erwarten, denn wenn man es nicht einmal drei Tage schafft, sich unterzuordnen, einzuordnen und Vollgas zu geben, dann wird es schwierig. Aber die Fans werden den Rudy jetzt wieder am Spielfeld sehen und wir sind sehr froh, dass wir diese Entscheidung so getroffen haben. Das Eis ist trotzdem noch ein bisschen dünn, so würde ich es einmal sagen, aber wir haben eine Entscheidung getroffen, das heißt, wir müssen unseren Fans die beste Mannschaft möglich bieten. Wir müssen alles mobilisieren, unsere sportlichen Ziele zu erreichen, ohne dabei die Werte des Clubs zu
verraten oder in Frage zu stellen. Das ist jetzt gewährleistet, aber ist natürlich auch eine Day-to-Day-Entscheidung, wie man so schön sagt. Aber unser oberstes Ziel ist Qualifikation für das Viertelfinale. Und ich glaube, dann können wir auch, wenn wir fit sind, sehr viele Teams maßgeblich ärgern. Du hast gesagt, wir wollen ja die beste Mannschaft für unsere Fans. Ganz wichtig dabei natürlich auch unsere Partner. Und da kommen wir gleich zum internationalen Turnier. Erstmalig in Kapfenberg ein internationales Turnier, ein Final Four Turnier. Erzähl vielleicht ganz kurz erstens einmal, wie ist das Ganze zustande gekommen? Wer sind die wichtigen Partner? Gegen wen spielen wir? Der Alpe Adria Cup ist eine ganz interessante internationale Liga mit Teams aus Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn, Slowenien, Kroatien, das heißt so eine mitteleuropäische Liga mit den Teams leicht über und dem österreichischen Niveau, würde ich sagen. Also schon eine sehr herausfordernde Liga. Wir waren in einer Fünfergruppe, 8 Spiele und konnten uns erstmals in unserer Historie auch für die letzten 4 dieses Bewerbs qualifizieren, das sogenannte Final Four, wo dann der Titel ausgespielt wird. Wir haben unsere jungen Spieler vor allem haben eine hervorragende Entwicklung auch genommen in dieser Liga und wir sind dann fürs Final Four qualifiziert. Also wir haben gegen Dinamo Zagreb 2-mal gewonnen, kroatischer Traditionsclub, ist wirklich sehr, sehr hoch einzuschätzen, diese Leistung, und unterstreicht auch unsere internationalen Ambitionen. Es war dann eine relativ kurze Bewerbungsfrist, also alle 4 qualifizierten Teams, das ist Taprova aus Polen, polnisches Spitzenteam, Olmütz aus Tschechien, und die 4. Mannschaft aus Rumänien, Temeswar, also auch ein Monarchie-Team sozusagen. Mhm. Vier Nationen, 4 Mannschaften haben sich qualifiziert. Jedes Team, jeder Club hat die Chance bekommen, sich zu bewerben. Wir haben uns dann kurz abgestimmt und sind wieder mal, so wie es halt für uns üblich ist, ins Risiko gegangen und haben gesagt, das können wir schaffen, diese sehr interessante Veranstaltung, 2-Tages-Veranstaltung in unsere Heimat nach Kapfenberg zu holen. Am 12. und 13. 12. und 13. März ist es jetzt soweit. Und wir haben ja, so wie du angesprochen hast, ein sehr, sehr enges, dichtes, gutes, loyales Netz an Partnern aus der Region und darüber hinaus. Wir haben jetzt in der Bulls Business Family mittlerweile 130 treue Partner und haben gesagt, wen könnte man da ansprechen, für wen ist dieses internationale Thema ein großes Thema, und sind sehr rasch dann mit dem Peter Warnek Busek und seinem Unternehmen InnoFright in Kontakt getreten. Internationales Unternehmen aus der Region im Bereich der Bahnlogistik. Und es hat 24 Stunden gebraucht, bis dieses Unternehmen, innovatives Unternehmen, dann auf diesem Zug im wahrsten Sinn des Wortes aufgesprungen ist. Und wir sind sehr froh, dass wir 2-tägig das InnoFright Alpe Adria Cup Final Four in Kapfenberg präsentieren zu dürfen. Bulls treffen am ersten Tag im Semifinale um 19.30 Uhr auf Temeswar, das rumänische Team, und wir werden alles daran setzen, uns für das Finale am Mittwoch, den 13. März, zu qualifizieren und appellieren natürlich an unsere Fans, da auch dabei zu sein. Wir hoffen aber natürlich auch, dass viele rumänische Fans brauchen wir. Ja, genau. Gegner, also auch die sind herzlich willkommen natürlich, dass da ordentliche Stimmung ist. Aber ich habe schon gehört, es werden ja auch viele andere, auch prominente Gäste, die Regierende dann, Mysterie wird kommen und so weiter. Ja, wir haben wirklich vor, gemeinsam mit InnoFright das wirklich zu einer tollen Veranstaltung zu machen. Wir sind beflügelt und motiviert vom letzten Heimspiel, auch mit unserem Veranstaltungspartner Mediacon ist es uns gelungen, jetzt wirklich erstmals seit den Finals wieder seit vielen Jahren die Halle komplett auszuverkaufen. Das heißt, wir hatten keine Tickets mehr. Das letzte Spiel gegen St. Pölten, und das ist natürlich genau dort, wo wir hinwollen. In Bezug auf das Alpe Adria Cup Final Four gibt es ein paar interessante und wichtige Informationen. Ist ja eine Veranstaltung des Alpe Adria Cups. Das heißt, auch uns für unsere Fans und für unsere Partner, wir sind nur Co-Veranstalter. Das heißt, wir haben zwar herausverhandelt, dass es für unsere Saisonkartenbesitzer einen Spezialtarif gibt. Das heißt, die zahlen dann wirklich nur mehr ganz, ganz wenig. Das ist ein Riesenvorteil für unsere Saisonkarten und Mitglieder. Aber wir müssen diese Fee sozusagen an die Alpe Adria Cup Organisation abführen. Kostet uns ja auch einiges. Das ist auch ein Appell an unsere Partner, hier noch einmal mitzumachen. Und
Und das Rahmenprogramm wird natürlich toll. Es ist also die Mysteria schon am ersten Tag bei uns zu Gast und wir werden eine kleine Akrobatik-Show bieten, werden auch mit Licht mehr arbeiten. Es gibt wieder Tänzerinnen bei diesem Event. Das heißt, wir werden nicht nur in der Business Lounge, sondern auch für unsere Fans viel machen und natürlich das Beste tun. Auch InnoFright wird mit einer großen Gruppe zu Gast sein. Wir wollen dieses Unternehmen, das so viel tut für die Region, auch im Sozialbereich, für diesen Sport auch noch mehr begeistern, den Peter und sein Team. Und wir freuen uns sehr und hoffen natürlich, oder unser Ziel ist ganz klar, dass die Walfersamhalle wieder wirklich gerockt wird von den Fans und dass die Stimmung wieder so gut ist. Da bin ich fast sicher. Also wir freuen uns, 12. 13. März. Lieber Micha, zum Abschluss wie immer unser Wordrap. Wir wollen einfach über dich auch ein bisschen was erfahren, wenn du schon da bist. Ich esse gerne bei... beim neuen Italiener im ECE Kapfenberg. Das war eine gute... Ist das schon Sponsor? Natürlich. Deshalb. Wir haben ja viele Lokale, Gott sei Dank. Ja. Danke auch an dieser Stelle, glaube ich, bei allen Partnern, die uns da immer wieder unterstützen. Zu einem Spiel der Bulls sollte man gehen, weil? Weil es eine emotionale Sache ist, weil es immer eng ist, immer spannend, weil Basketball das spannendste Sport der Welt ist, wo man leider auch, wenn man 15 Punkte vorne ist, nicht davon ausgehen kann, dass man gewinnt. Das stimmt. Wenn ich nicht zu den Bulls gehe, gehe ich mit meiner Frau oder auch ohne Frau? Auf die Aflenzer Bürgeralm. Warum? Weil die Aflenzer Bürgeralm, wie viele andere Gebiete auch, Partner der Bulls ist und ein perfektes Naherholungsgebiet. Also auch dein Urlaub geht immer dorthin, wo es Partner gibt? Das nicht immer, denn es geht schon manchmal auch über die Grenze nach Kroatien, aber die Bürgeralm ist natürlich ein perfektes Naherholungsgebiet, Partner der Bulls und im Sommer und im Winter. Wir hatten eine tolle Skisaison, haben ja auch für unsere Bulls-Family tolle Kartenangebote vom Bürgeralm, Brebichl, Kreisberg, Semmering, Hirschenkog, Galalifte, Marezeller Bürgeralp. Das haben wir viele Gebiete an Bord und für mich ist natürlich naheliegend, also Aflenzer, dass ich nur einmal umfallen muss und schon am Sessellift sitze. Das ist perfekt. Den Verein verbindet... Den Verein verbindet, dass wir alle Menschen sind, die brennen für das, was wir tun, die eine große Gemeinschaft geworden sind, die eine Familie geworden sind. Das gilt für unsere Wirtschaftstreibenden, unsere Business Family, unsere Mitglieder, unsere Fans, all die Jugendlichen, die Basketball spielen und wir wollen noch viel, viel mehr hier anbieten. Aber die Emotion und das Gemeinsame verbindet uns. Den Verein wird es auch in 20 Jahren noch geben, weil... Was hoffentlich bald einmal jemanden gibt, der sagt, der Michael Schrittwieser sollte sich ein bisschen zurückziehen und jemand anders kommt und sagt, er führt den Verein in die Zukunft, in die nächsten 50 Jahre. Unser Nahziel ist 2026, das heißt, da haben wir 50 Jahre. Da werden wir noch beide an Bord sein, Wolfgang, mit voller Kraft. Das schaffen wir noch und dann schauen wir, wie es weitergeht. Aber zum 50-Jahr-Jubiläum sitzen wir wieder hier. Sehr gut. Eines hast du schon vorgegeben, meine Projekte für die nächsten 5 Jahre, 2026, sonst noch irgendwelche wichtigen Themen, neue Hallen vielleicht? Wir haben ein riesen Thema und da werden wir auch für uns intern nicht locker lassen. Wir haben ja jetzt nach dem Bulls Home schon die nächsten Projekte auch in der Pipeline. Wir verstehen uns ja auch als Verbinder, Vernetzer und kreatives Element in der Region, in unserer Heimat hier. Und das Thema Infrastruktur beschäftigt uns natürlich seit langem, das wissen wir. Und wir sind jetzt dabei, auch eine Lösung, die kommunalpolitisch, politisch, ökonomisch, wirtschaftlich und vom Sport her für die nächsten Jahrzehnte eine Lösung ist, wo man sagt, wir können diesen Sport weiterentwickeln, wir können der Sportstadt Kapfenberg und dem Sportland Steiermark gerecht werden und das werden wir gemeinsam mit den Verantwortlichen ausarbeiten und so wie man es von uns gewohnt ist, eine tragfähige Lösung entwickeln. Die letzte Frage, ich sehe mich in 5 Jahren. Bei dir sitzen? Zurückschauen und sagen, ist toll, wir haben jetzt da nicht nur wieder die Meisterschaft errungen, sondern die Walfersamhalle ist leider zu klein geworden. Wir spielen in unserer neuen Infrastruktur, haben die Sportstadt Kapfenberg auf internationalem Niveau etabliert, haben jedes Wochenende Gaude in einer neuen attraktiven
in einem Veranstaltungssetting, wo Sport betrieben wird, wo vielleicht auch andere Teams spielen können. Warum können wir nicht mit den BT Füchsen kooperieren, die eine tolle Handballmannschaft sind? Also wir denken groß und gehen gemeinsam in diese Richtung. Dann sage ich danke, dass du bei uns warst im Studio. Wir denken groß auch bei den nächsten Spielen und freue mich natürlich ganz speziell schon aufs Final Four in Kapfenberg, 12. und 13. März. Danke für die Einladung.